Willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Yeah! Hallöchen! So, wir sind mittlerweile aus dem Gefängnisblock draußen und wir sind jetzt im Verwaltungsblock und da sollen wir Vater Martin treffen. Unsere Kamera haben wir, stimmt. Die haben wir nämlich im... Ach so, oh oh. Die haben wir im letzten Part verloren. Deshalb ist sie ein bisschen kaputt. So, hier, genau hier waren wir ja schon mal. Das ist ja der Dicke wieder. Der hat uns ja da einmal bekommen. Und dann habe ich aufgehört zu spielen. Das weiß ich nicht, wie ich das am besten mache. Bin ja da auch direkt in den Raum gelaufen. Okay. Okay, der kommt von da. Ah, scheiße, Mann. Nein, nein. Nein, ich sehe... Nein, ich habe falsche Taste. Oh Gott. Oh, fuck. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Scheiße. Oh fuck, da hätte ich lang können. Kann ich hoch? Ah! Ich. Komm, komm, komm. Lauf, lauf, lauf. Da kann ich rein. Oder? Ja, aber. Oh, gerade so. Meine Fresse. Habe ich mich jetzt schon wieder dumm angestellt? Okay, hier gibt es mehrere Wege wieder. Ich gehe mal zu dem Typ da, der sieht recht tot aus. Ich dachte zuerst, ich habe überlegt, ist er tot, aber... ja, der muss tot sein, aber seine Augen waren so komisch. Wow, benutzen? Ach so. Ich benutze ihn. Ich habe ihn benutzt. Ich wollte noch gar nicht runter. Alles klar, bin ich anscheinend richtig. Gut, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges verpasst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Ah. Besorge den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Hinter dem Licht. Alles klar. Hier sind Fußspuren. Die sind nicht von mir. Hier war ich doch schon mal. Ah, warte mal. Lobby runter. Hä? Hier. Der sieht ein bisschen tot aus. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das sieht doch nach einem Aufenthaltsraum aus hier. Wow, 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 wow. Was ist mit meiner Cam los? Das hat sie noch nie gemacht. Ah, mich juckt's. Okay, ich scheine richtig zu sein. Da klebt irgendwas an meinem Monitor. Ich dachte, was ist das? Erstmal während dem Aufnehmen meinen Monitor säubern. Richtig nice. Anscheinend finde ich hier die richtigen Wege, ohne wirklich zu wissen, wo ich bin und... verpasst natürlich dann auch ein paar Sachen. Da ist zum Beispiel was. Wie komme ich da wieder? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da bitte hin? Ach so. So. Batterie. Immerhin. Der ist ein bisschen tot. Okay. Hoch oder da lang? Ich will Radios immer benutzen irgendwie. Exit, ich will nach draußen. Nein. Warum ist da so komische Musik? Kann ich da irgendwie drauf springen? Ja, aber... wacke ich irgendwie rum? Das sieht manchmal so komisch aus. Da muss ich wahrscheinlich doch die Leiter hier hoch. Ich lasse mir hier natürlich auch ein bisschen Zeit. Weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Da komme ich nicht rüber. Gut, da. Ah, okay. Das ist ja der Raum, wo ich gerade war. Wenn man das als Raum bezeichnen kann. Hey, da steht immerhin ein Schrank und so ein Hocker und Tische hochgeklappt. Das ist ein Raum. Gut, was soll das sonst sein? So, okay, da können wir, denke ich, runter. Alter, übertreib. Cam.
du spielst diese Musik. Alter, der macht mir ein bisschen Angst. Der? Moment. Wo geht der lang? Ich will hier ganz schnell weg. Da ist irgendwas. Nein? Oh nee, diese Musik. Ich habe Angst, dass der Typ hinter mir auf einmal ist. Da komme ich irgendwie. Irgendwie. Steht da oben jemand? Da steht doch jemand. Ich kann doch bestimmt da hoch, oder? Nee, anscheinend nicht. Ach, sah so aus. Okay, dann bin ich doch hier richtig. Alter. Wo bin ich hier? Das ist doch ein Aufenthaltsraum. Wer ist denn da oben? Hi. Oh! Alter! Warnt mich doch vor, bevor ihr den Film anmacht. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Das war's? Was mit der Frage? Das würde ich nämlich jetzt auch gerne mal wissen. Und was ist das bitte für komischer Film? Man sieht hier gar nichts. Okay. Komisch. Ich will da nicht hoch. Da haben die mitgeguckt alle? Och, die chillen. Das war ein komischer Film. Ich will da nicht hoch. Irgendjemand hat den Film angemacht und die zwei, oder wer, einer, weiß nicht, wie viele da eben gestanden haben. Da, als ob ich da raus kann jetzt. Ja. Die waren, glaube ich, gerade weg. Oh, das ist immer schrecklich hier, Blut. Da will ich nicht lang. Ich weiß, was. Ist sie einfach zugegangen? Achso, Moment. Warum ist die Tür einfach zugegangen? Ich muss ja noch den Schlüssel besorgen. Ist das der Aufenthaltsraum? Könnte hier irgendwo ein Schlüssel sein? Hier ist doch hell. Oh ne, da. Ach, das war der Typ. Das ist das Klavier da. Der Flügel. Gut, ich denke nicht, dass hier einfach so ein Schlüssel ist. Muss ich wohl doch weiter. Hi. Ich will da gar nicht lang. Komme ich da irgendwo hoch? Alter, was ist mit meiner Cam los? Warum macht die das jetzt erst? Letzten Part noch nicht? Will ich da reingucken? Oh. Lass mich da rein.
Nein, 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 nein. Das ist das Falsche. Ich glaube, ich kann es nicht aufmachen, wo der drin ist. Nein. Was hat er jetzt gesagt? Irgendwie. Keine Ahnung. Ich will gar nicht weitergehen. Was ist da? Eine Notiz. Manchmal sieht man hier nichts wegen dem Gruße, sag ich schon, wegen dem mir fällt das Wort nicht ein. Wegen dem Filter. Mir fällt das Wort jetzt echt nicht ein. Okay, da kann ich auf jeden Fall drunter durch. Kriesel-Dings. Filter-Effekt. Der Typ hat mir eben Angst gemacht. Was eigentlich mit dem Dicken? An dem sind, oh, an dem sind wir ja schon vorbei, ne? Hier eine Wand. Da ist der Schlüssel. Oh! Alter, ich habe mir weh getan. Fuck. Ich glaube, das kann auch nur mir passieren. Ich habe mir weh getan. Meine Hand lag so auf dem Schreibtisch, meine linke, halt wie SD-Dings. Und ich bin voll abgerutscht und an der Kante vom Schreibtisch. Meine Fresse. Wo ist der bitte so schnell hin? Okay, der ist da rausgelaufen. Mann, ich kann nicht aufmachen? Hat er abgesperrt? Achso, jetzt ist die Tür ja auf, aber... Ich muss jetzt wieder zurückgehen. Bin ich zu dumm oder geht das jetzt nicht mehr? Nee, geht nicht mehr. Ist da noch ein anderer Weg? Oh Mann, der Pisser. Ey, ich hasse ihn. Was ist das für einer? Ih, Spinnnetz, ich hasse Spinnen. Aber ich glaube, das ist gerade mein geringstes Problem. Achso, jetzt kann ich hier lang. Der Typ, ich sehe es kommen, der erschreckt mich noch ein paar Mal. So ein Wichser. Es tut mir leid. Irgendwie, ich weiß nicht, warum auf einmal. Am Anfang, okay, bin ich glaube ich ein paar Mal erschrocken. Aber dann irgendwie gar nicht mehr so. So, wo muss ich jetzt hinspringen? Auf den Balkon oder was? Ja. Dann bin ich irgendwie gar nicht mehr erschrocken. Dann habe ich eine lange Pause gemacht. Nicht mehr so gespielt. Und dann... Warum ist nicht die Tür auf? Und dann habe ich mich auf einmal doch wieder mega erschreckt. Die dritte Etage. Kurz mal auf die Uhr gucken. Dritte Etage. Kann ich hier noch was machen? Warum ist denn schon wieder die Tür hier auf? Der verarscht mich doch hier. Komm, der kleine Balken da an Batterie. Ich sehe es kommt, dass er wieder kommt. Dritten Etage. Hätte das einfach runterspringen können. Aber ich bin ja nicht irre. Moment, war hier zu eben? Habe ich das überhaupt probiert? Ja. Weiß nicht, ob ich es probiert habe, ist auf jeden Fall zu. Aha. Da ist auf. Achso, ne, Moment. Von da kam ich ja. Sagt der nochmal was? Was machen da so Geräusche? Was ist da so laut? Oh nein, der Dicke. Der Dicke guckt sich den Film an. Ich gehe mal kurz rein und chill mein Leben und überlege, was ich mache. Ich glaube, ich muss wieder da durch und wieder zurücklaufen, oder? Oder bin ich jetzt komplett dumm? Ist der da jetzt? Ah, da ist die Tür auf. Oh nein! Der! Nein, 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 nein! Nein, nein! Was macht er da? Warum hat er, war der da? War das doch nicht der Dicke eben? Doch, doch, oder?
Oh, hier bin ich aber safe, oder? Ne, wobei. Kann ja die Tür aufmachen. Dritten Etage. Hier war ich schon mal, oder? Ja. Ah, okay. Okay, er speichert. Gut. Das ist ein schöner Punkt, um hier Pause zu machen, würde ich sagen. Keine Ahnung, ob der jetzt gleich noch kommt. Ich habe mir auf jeden Fall wehgetan in dem Part, aber ich war sehr unterhaltsam, denke ich, und sehr spannend für mich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Was müssen wir machen? Vater Martin, dritte Etage natürlich. Ah, ach so, wir haben den Schlüssel für den zweiten Stock. Also müssen wir erst in den zweiten Stock. Macht Sinn. Okay, gut, dann war's das für den Part und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.